Entspannt und glücklich, so wirkt Unternehmer Frank Otto, als wir ihn auf dem roten Teppich bei der Premiere des Musicals Wicked in Hamburg treffen. An seiner Seite eine hübsche blonde Frau im sexy roten Abendkleid. Ist das etwa seine neue Freundin? Wir sind befreundet, Sana ist verheiratet, wir gehen zusammen zum Fußball und jetzt halt heute mal zum Musical. Also doch nur seine Begleitung für den einen Abend. Aktuell ist der 64-Jährige offiziell Single, hat aber zu seiner Ex-Freundin Model Natalie Volk weiterhin noch Kontakt. Und das nicht nur, um ihr zu ihrer Verlobung mit Timur Akbulut zu gratulieren. Ich habe ihr kurz Glück gewünscht zu dem Thema. Und ich sag mal, die Dinge, über die ich mit ihr rede, das sind die Dinge, die ihre Karriere angehen. Und da stehen wir auch in guten Kontakt. Frank scheint die Trennung auf jeden Fall gut verkraftet zu haben, genießt sein Leben als alleinstehender Mann. Mit ein Grund dafür ist auch, dass Natalie nun nicht mehr in Deutschland, sondern in der Türkei lebt. Für mich war es gut, also leichter. Insofern war es für mich auch, sage ich mal, schnelles Verarbeiten und jetzt auch ein sehr bewusstes Single-Leben. Also, und schöne Frauen gibt es ja überall. An die große Liebe glaubt Frank aber nach wie vor. Es ist so wie mit der Musik. Es wird irgendwann passieren vielleicht, dass mich jemand so berührt. Aber im Augenblick bin ich selber nicht auf der Suche.